Und herzlich willkommen zu Follow the Train, CJ. Nein, so hatte ich ja schon mal ein Let's Play angefangen. Aber heute geht es nicht um irgendein Let's Play. Meine lieben Freunde, ihr habt euch jetzt bestimmt schon gewundert, was? Das ist von Texture Pack. Warum sind wir im Hauptmenü, im Spielhauptmenü? Warum steht unten links Minecraft-Version 1.5.2? Alles Fragen, alles sehr, sehr komisch für euch wahrscheinlich gerade, aber für mich nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen meinen alten Videos rumgekramt und habe festgestellt, es ist einiges, was ich noch nicht beendet habe, beziehungsweise auch einiges, was ich abgebrochen habe. Ich möchte es bitte auch gerne fortführen, deswegen habe ich jetzt mal eine Adventure Map. Eine Adventure Map. Es kommen wieder Adventure Maps. Und zwar ist das die, die ich mal nicht so beendet habe, weil ich vom Weg abgekommen bin. Ich habe mir das jetzt nochmal durchgelesen. Da stand auch in der Beschreibung, dass man doch bitte mal der Story folgen soll. Wenn man das nicht tut, dann kann man sich verirren und findet nicht zum Ziel. Das ist mir wahrscheinlich passiert. So, ich habe die Adventure Map Lost Worlds rausgesucht. Die könnt ihr auch spielen, wenn ihr es mal nachspielen wollt. Das Texture Pack John Smith Legacy für die Version 1.5.2, Link in der Videobeschreibung. Es gibt schon die Version 1.10.1 für dieses Texture Pack. Das habe ich jetzt aber mal nicht genommen. Jetzt kann ich mal kurz in die Optionen Texture Packs. So sieht das Ganze aus. 32x32. Eine höhere Auflösung hat das nicht. Und dieses hier, das hat noch diese Default-Schrift, aber wir nehmen mal dieses hier. Und das ist die für die Version 1.5.2, wie gesagt. So, fertig. Das habe ich jetzt so gelassen, ne? Musik auf 100% lasse ich wahrscheinlich nicht. Die tue ich auf, ja, auf 25. Schöner die alte Minecraft-Musik. Die Geräusche tue ich auch mal ein bisschen runter regulieren auf 50. Mausumkehr, nein. Sichtfeld normal. Ich könnte das jetzt auch noch hochstellen. Ja, Schwierigkeit einfach. Das werden wir gleich noch sehen, wie wir das machen. Steuerung und so, alles wie gehabt. Ich klicke auf Fertig, ich klicke auf Einzelspieler. Hier habe ich mal das getestet, ob es überhaupt funktioniert. Nicht erschrecken. So, es gibt jetzt sechs Parts, ne? Fangen mit Part 1 an. Und zwar ist das wirklich die letzte Aktualisierung der Adventure Map und die war am 8. Juni 2013 um 4 vor 9 abends. So, ausgewählte Welt spielen. Da kommt man erstmal hier an, die Welt lädt, schön, oh, da kommen gerade alte Gefühle auf. So, sage ich jetzt schon mal willkommen zu Let's Play Adventure Map. So, gucken wir uns hier um, fällt uns als erstes auf, Regeln und Hinweise. So, guck mal drauf, Regeln und Hinweise. Können wir natürlich mal lesen, ne? Seite 1 von 11. Okay, Regeln und Hinweise. Übrigens eine schöne Buchtextur fällt mir gerade auf. Schön viel. Ja, gut. Zerstört keine Blöcke. Ausnahme, du findest Blöcke in Kisten oder Spende. Schöne Musik. Spenden darfst du diese platzieren. Jedoch nur auf Diamantblöcken. Okay. Auf Diamantblöcken darf man was platzieren. Na, ich nehme das mal mit, das Buch. Regel 2, Gegenstand, platzieren gleich Diamantblock, okay. Zwei Spieler, Aufgabe, Goldblöcke, Wege und Interaktionen, Eisenblöcke. Okay. Beachte aber, Gegenstände können auch Blöcke sein. Manchmal sind Eisen- und Diamantblöcke nur Dekoration. Das müssen wir uns merken. Gib nicht auf, wenn du nicht weiterkommst. Die Map ist ausgiebig getestet und schaffbar.
das möchte ich doch hoffen. Und ich habe auch gesehen, er hat es doch selber geschafft. Also sollen wir uns doch mal glauben. Suche nach anderen Wegen, verwende die Hinweise, die auf der gesamten Map verteilt sind. Regel 4. Wird dir empfohlen, das John Smith Texture Pack, da die Map auf dieses Texturpack abgestimmt ist. Das haben wir gemacht. Regel 5. Du darfst Ranken zerstören, aber nicht hochklettern. Na, beachten wir dieses Mal. Aktiviere die Verwendung der Kommandoblöcke nur nötig, wenn du mit der Servo.exe eine Multiplayer-Party startest. Okay, denn der Multiplayer ist nicht zwingend erlaubt. Also nicht zwingend. Ne? Und da macht man das dann so. So, und das Wichtigste, habt Spaß. Lost World Adventure Map, gezeichnet Rough Bones. Fertig. So, da stehen jetzt hier verschiedene Parameter. Genau. Nicht gelesen, umdrehen und da ist das Standard hinten. Creeper-Schaden ausstellen ist Pflicht. Oh, so. Klicken wir das doch mal an. Monster abschalten ist empfohlen. Schalten wir die aus. Wenn es empfohlen ist, machen wir das doch mal. Schwierigkeit normal, Pflicht, bitte drücken. Sehr gut. Atmosphäre einstellen, Pflicht, bitte drücken. Und jetzt wird es gleich laut. Fängt an zu gewittern. Gegenstände nach dem Tod behalten. Wollen wir es jetzt auf Hardcore spielen oder nicht? Ich habe das damals ja schon gespielt. Und ich möchte das Buch auch gerne behalten. Deswegen drücke ich das mal. So, hier hinten, da geht es nicht raus. Das ist einfach nur eine Tür. Wir gehen auf diese Druckplatte. Spielmodus wurde geändert. Du betrittst den Teleporter. Er bringt dich aus deinem Traum in die Wirklichkeit zurück. So, jetzt stehen wir hier mit Diamantblöcken. Stand ja Version 1.5.2. Hier ist ein Buch. Hier können wir wahrscheinlich rein. Der Anfang. Ich gehe mal hier ein bisschen, wo es nicht so laut ist. So ein bisschen ans Ufer hier. Oder? Ne, so. So, hier ist es nicht so laut. Du wachst auf und hast höllische Kopfschmerzen. Du schaust dich um und siehst ein Schiff und einen Weg, der mit Fackeln ausgeleuchtet ist. Wirst du dir das Schiff genauer anschauen oder den Weg folgen? Also, ich schaue mir das Schiff genauer an. Hier sind nämlich Truhen. Wo ganz viel Krimskrams drin ist. Eine Fackel zum Beispiel. Ein Kuchen zum Beispiel. Samen. Ganz viele Schüsseln. Apfel, Brot, noch ein Buch. Vielleicht brauchen wir das ja irgendwann. Eine Angel. Zwei Fische. Noch eine Fackel. Ist hier unten noch irgendwas? Ja, kann ich ja fast nichts erkennen, ja. Gehen wir mal ins Boot. Es schaut ja ein bisschen zerstört aus. Oh, ein Blitz. So. Hier ist es. Steuer auch. Der ist sozusagen an diese Insel gecrashed. Okay. Hier sind ganz viele Farben. Oh, hier ist ein Steg. Ich nehme mal alles, was Essen ist, mit. Vielleicht braucht man das ja noch. Guck mal, hier ist schon mal Rüstung. Ah, jetzt weiß ich, warum das hier ist. Soll Notiz 1. Lesen wir uns gleich durch. Mal hier Kaktusgrün. Mach mal den Ho die Hose. Mach mal blau. Ist hier irgendwo blau? Hier war kein blau. Hier ist rot und orange. Blau haben wir ja gar nicht, ne? Dann nehmen wir hier einfach mal orange. Aber wir haben ja kein. Warte mal. Regeln.
Statt Tür keine Blöcke. Das heißt, wir müssen einen Crafting Table irgendwann mal auf dem Weg finden. Oder ist ja einer drin? Nein. Gut. Notiz 1. Im Schiff angekommen, bemerkst du, dass das Schiff vollgelaufen ist. Damit kommt man nicht mehr weit. Du bemerkst in den Truhen nur teure Farbstoffe. Keine Schlafmöglichkeiten, keine Schiffküche. Das muss ein reines Transportschiff gewesen sein. Oder hat es allerdings kaum Ladung. Wie lange hast du wohl am Ufer gelegen? Du erinnerst dich an den Weg, der mit Fackeln ausgeleuchtet ist und folgst ihm. Okay. Hoppa. Wie schon reinguckt. Knochen. Hier unten ist noch eine Truhe. Oh, Trank der Feuerresistenz. Cool. Da war eine Truhe versteckt. So, wir kommen jetzt nicht vom Weg ab. Denn wir haben uns erinnert, dass hier Fackeln sind und denen folgen wir mal. Hier ist ein großer Baum. Guck mal, hier sind Schlafmöglichkeiten und bei Gewitter kann man ja schlafen, ne? Jeppa! So, und hier sind wir jetzt hier hintergegangen und hatten irgendwie vor Ewigkeiten hier unseren ersten Screenshot gemacht von dieser Adventure Map. Und das ist nicht diese Taste. Diese Taste. Oh ja. Ja, nochmal. F8 war dann noch was anderes, genau. Hier ist ein Spende. Notiz Nummer 2. Du kommst an einem Z-Lager vorbei. Ich stelle mich mal so, dass es ein bisschen besser ausschaut, ne? So. Du kommst zu deinem Zeltlager an. Du bist alleine, die Betten sind unordentlich und kalt. Du findest verschiedene Bücher über die Schifffahrt. Du schaust durch die Bücher und findest ein Tagebuch, wahrscheinlich in der Truhe drüben. Du schlägst interessiert das Tagebuch auf und blätterst auf den letzten Eintrag. Okay. 13. Juli des Jahres 1653. Das Zeltlager ist fertig gebaut. Es hat Tage gedauert, das Material aufzutreiben. Die restliche Crew ist aufgebrochen, aber schon seit Tagen verschwunden. Ich mache mir Sorgen. Es ist ziemlich langweilig alleine hier. Captain Tellados meinte, es sei allerdings sicher. Er wird schon recht haben. 15. Juli des Jahres 1653. Unsere Pioniere sind zurückgekehrt, allerdings fehlen einige. Sie sahen sehr mitgenommen aus. Sie wollten nicht darüber sprechen. Sie sprachen einige Tage generell nicht. 16. Juli des Jahres 1653. Ich habe die Strickleiter nach unten fertiggestellt. Ah, das ist die Leiter, die jetzt, wo das Buch ist. Das Buch deckt das jetzt gerade. Und zwar das Buch unten rechts. Jetzt gehört das anstrengende Absteigen der Vergangenheit an. Captain Tellados ist inzwischen auch wieder zurück. Der Handel scheint diesmal erfolglos, denn er ist mit der Ladung zurück. Wenn diese ganze Reise für umsonst war, lasse ich ihn über die Planke laufen. Du blätterst durch das Buch und findest Seiten, auf denen seltsame Symbole erklärt sind. Du bist nun in der Lage, Inschriften an Wänden zu lesen. Okay, ich kann Inschriften an Wänden lesen. Holla, die Waldfee. Das sind einfach nur Wasserflaschen. Kann man die stacken? Nein. Hier die Steaks, die nehme ich mir auf jeden Fall mit. Hier auch noch ein gebrannter Fisch. Hier ist noch ein Trank der Heilung. Hier ist auch noch eine Wasserflasche. Hier ist ein Apfel. Und ein Schwert.
Truhe. Ah, hier ist Rüstung. Da tun wir damit die hier mal zurück. Zieh mal die an. Auch wenn das ein bisschen, naja. Na, das ging auch früher schon so. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wir waren da drin. Ist hier irgendwo noch eine Truhe? Nee, aber hier. Hier ist noch ein Buch. Randnotiz Nummer 3. In dem Käfig befinden sich Kleidungsfetzen. Sie sind fein verarbeitet. Der Holzboden ist durchnässt. Er riecht stark nach Schweiß. Es könnte auch sein, dass jemand seine Blase entleeren musste. Es sieht aus, als wären einige Gitterstäbe einfach rausgenommen worden. Der Käfig bekommt dir stark bekannt vor. Okay. Da wurde einfach aufgebrochen. Gut. Das war's dann erstmal von hier. Wir hatten so 15 Minuten Parts, es waren gerade 16 Minuten. Ja, wie findet ihr die Adventure Map jetzt? Ich wünsche euch, wie gesagt, noch viel Spaß damit. Ich werde jetzt noch ein paar Parts aufnehmen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Adventure Map Lost Words mit mir, den ZG Geistes, auf dem südostmoreländischen Fernsehen. Ciao, ciao!